Let's Test Alone Cold Winter von Biohazard, eine Neuauflage von dem damals 2006 erschienenen Alone, Eternal Nightmare hieß es noch. Und das ist jetzt quasi eine Neuauflage, einfach deswegen, weil dieses Alone Eternal Nightmare damals nicht so gut ankam und sehr, sehr viele Fehler hatte, die zum Beispiel ab einer gewissen Stelle das Spielen unmöglich, also weiterspielen unmöglich machen. Das heißt, man konnte es halt nicht durchspielen, ohne es mit dem RPG-Maker zu manipulieren. Fangen wir mal direkt an zum Spiel, erzähle ich gleich noch was. Erstmal hier, man kann in Deutsch und Englisch spielen, was ich schon mal sehr beeindruckend finde, einfach weil es relativ schwer umzusetzen ist, in einer Version zwei Sprachen reinzubringen. Auch wenn die amerikanische Flagge jetzt nicht so gut aussieht und es bestimmt bessere gegeben hätte. Mal davon abgesehen, ist es echt beeindruckend. So, da hat man schon so einen bekannten Sound gehört von Resident Evil 4, weil es sich daran stark orientiert, auch wenn der Sound jetzt ein bisschen kratzig war, finde ich. Dann können wir mal direkt anfangen, ne? Also, hat auch schon irgendwie ein ganz anderes Menü als normale RPG-Mega-Spiele. Das ist einfach mit ein paar Mods ausgestattet worden. Zum Beispiel mit dem Another Fullscreen Mode, um irgendwie die Fensterauflösung besser anzupassen. Und jo, da unten sehen wir halt schon mal den Charakter, den wir wahrscheinlich spielen. Also, ich glaube, also, oder ich hoffe eher, dass unser Charakter hier unten im Game dann wenigstens einen Hals hat, im Gegensatz zu hier. Neues Spiel, los geht's. Dieses Spiel enthält Darstellung von Gewalt und nicht jugendfreien Inhalten. Bitte achten Sie daher. Okay, ich konnte es nicht zu Ende lesen, tut mir leid. F3 Intro überspringen. Kanon. Muss ich jetzt drücken? Ah, okay. Also ich muss sagen, Eternal Nightmare damals war ein echt grafisches Highlight, aber spielerisch und storymäßig war das echt unter aller Kanone. Was ist? Es ist schon sehr spät und du hast schon sehr viel getrunken. Und ich hab noch Zeit. Du siehst müde aus und du musst doch sicherlich arbeiten. Kann sein, aber mir ist nicht danach. Vielleicht solltest du deine Probleme nicht im Alkohol ertränken. Behalte deinen Rat für dich. Ich will nur noch einen Drink, wie du meinst. Aber ich erinnere dich an deinen letzten Absturz hier. Ja. Klar. Hey, seht euch nur diese Schnapsdrossel an. Du musst ziemlich Durst haben, Mann. Die Wichser. Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Heute ist ein schlechter Tag, um mich von der Seite anzumachen. Also die Animation war gar nicht mal so schlecht. Also ich muss sagen, grafisch ist es halt wirklich sogar noch eine Stufe höher als Eternal Nightmare. Weil es auch damals so Vergleichs-Screenshots gab und die waren schon echt beeindruckend. Hört nur, der Penner kann nicht mal mehr richtig reden. Scher dich zum Teufel, sonst gibt's Ärger und es kommt noch härter. Bitte klär das draußen, ich kann hier keinen Ärger gebrauchen. Leg dich lieber in dein Bett, du vollgetankter Idiot. Zack, Alter, da hat er die Kräfte von Albert Wesker. Hört auf! Verschwinde, ich will dich hier nicht wiedersehen, sonst rufe ich die Polizei. Ich bin die Polizei. Schon gut, ich mach das hier eh nie. Nix, Bar und Drugs. Oder was stand da? Keine Ahnung. Drinks, vielleicht. So ein verfickter Hurenbock. Das hat er nun davon, wenn er so behindert redet. Jetzt brauche ich eine Chick. Ah, eine Zigarette.
Okay, ich bin nicht Traurer, deswegen konnte ich das nicht wissen. Ja, paff du mal. Also grafisch gesehen, also ich meine hier dieser Schneesturm, das sieht echt gut aus. Dieses beleuchtete Schild oben sieht auch echt gut aus, wie das halt so an und ausgeht, auch mit dem entsprechenden Soundeffekt. Die Lichteffekte ist schon sehr hochwertig. Hey du, was schaust du so? Willst du auch einen in die Fresse? Okay, ich dachte jetzt eher, das wäre ein Hund, der da unten rumläuft. Vielleicht war es einer. A und C, auch genannt C und A. Scheiße, wo ist denn er hin? Und was ist das? Das ist Blut? Das ist doch Blut! Was ist hier passiert? Mist, der Akku meines Handys ist alle. Ich muss Verstärkung rufen. Conan, ich hab nach dir gesucht. Kolb, gut, dass du hier bist. Ich muss dir was zeigen. Con, deine Ex-Frau hat mich angerufen. Ich sollte nach dir sehen. Sie meinte, dass ich dich vermutlich hier finde. Vergiss das mal für einen Moment. Ich habe hier eine große Menge Blut entdeckt. Blut? Wovon redest du denn? Du bist doch völlig betrunken. Na gut, zeig es mir. Und jetzt ist es bestimmt weg. Oh, wie vorhersehbar. Ich weiß noch, was ich gesehen habe. Wo ist nun dieses Blut kommen? War es auf diesem Parkplatz? Ja, es war hier, aber wo? Ich verstehe das nicht. Du scheinst sehr müde zu sein, Con, und Alkohol kann manchmal dazu führen, dass man sich seltsame Dinge einbildet. Das war keine Einbildung. Hättest du mich für verrückt? Natürlich nicht, Con, aber erst deine Scheidung und dann die Schießerei mit dem Dealer heute, bei der das Mädchen reingezogen wurde. Deine Ex wollte dir etwas Dringendes sagen, aber sie konnte dich nicht erreichen. Sarah oder Sarah? Ich nehme Sarah. Sarah. Das klingt nach Ärger. Und es kommt noch härter. Du meldest dich morgen besser mal bei ihr. Das werde ich. Wir sehen uns auf der Arbeit, Con. Aber vielleicht solltest du erstmal ein paar Tage frei nehmen. Geil. Zieht er sich erstmal eine Bon rein. Ja, komm, geh an die Tür, du Dummer. Con, mach die Tür auf. Ich weiß, dass du da bist. Was zum... Du erscheinst dich auf dem Revier, du meldest dich nicht krank und jetzt sitzt du hier und kiffst dir deine verdammte Birne weg. Ernsthaft, Con, du wirst doch alles verlieren, wenn du dich nicht bald zusammenreißt. Ja, passiert. Conan. Finde ich sehr gut gemacht, die Szene. Ja, wie auch immer. Was willst du hier? Ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich kann dir nicht mehr helfen und ich werde dich nicht decken. Ich bin gleich wieder hier. Leg das Ding weg und zieh dir was an. Ich fahr dich zu Sarah. Spießer. Geil, Alter. Wollen wir? Okay, mal sehen, was Sarah von mir wollte. Warten eine Sekunde, ich versuche sie zu erreichen und sage ihr, dass wir kommen. Ah, ja. Ihr aktuelles Guthaben beträgt 5 Cent. Bitte laden Sie Ihr Guthaben auf, bevor Sie einen Anruf tätigen. Mist, das hatte ich vergessen. Naja, dann lass uns einfach so bei ihr vorbei.
Schön gezeichnet. Wie fühlst du dich wegen gestern? Gut. Ich habe in diesem Beruf schon viel kranken Scheiß gesehen, aber sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, wie furchtbar das für dich sein muss. Leo, Punkt, Punkt, Punkt. Dass sich die Augen bewegen und das ist echt richtig gut inszeniert, finde ich. Leo? Ja. Wir sind jetzt Partner seit 5 Jahren. Und in all der Zeit hast du mir nie erzählt, wie es dazu kam, dass ihr euch getrennt habt. Es braucht nicht viel zu erkennen, dass du sie noch liebst. Ja, ich weiß. Sorry, ich wollte nicht. Keine Sorge, ist okay. Wenn du zur Polizei gehst, sagen sie zu dir, du sollst deine Arbeit nicht mit nach Hause nehmen. Das ist verdammter Schwachsinn. Du machst es einfach. Es bleibt dir im Kopf. Der Mund bewegt sich, die Augen bewegen sich. Das ist echt, echt. Ich bin beeindruckt, muss ich sagen. Also grafisch mal wieder ein Highlight. Wie es dann aber so gameplay-mäßig wieder aussieht und story-mäßig, das ist dann schon wieder eine andere Geschichte. Ich meine, das Eternal Nightmare war auch grafisch gesehen echt gut und hatte auch so seine Höhepunkte. Aber diese Fehler und diese Logiklücken und dieser Schwachsinn, der so immer kam und dieses, da sind viele Szenen aus Resident Evil kopiert worden, frecherweise, und dann denkt man sich, hat das Spiel irgendwie nichts Eigenes? Vielleicht hat sich jetzt geändert. Und mit jedem Fall, vor allem mit den Furchtbaren, bekommst du mehr Gepäck ab, das du dir herumträgst. Und irgendwann wird das zu viel, aber du kannst trotzdem nicht einfach aufhören. Also war es wegen deiner Arbeit. Nein, naja, so einfach ist es nicht. Reden wir nicht mehr darüber. Okay. Sad face. Polizei. So, darf ich jetzt mal laufen? Bitte warte kurz, es wird nicht lange dauern. Ist sie nicht zu Hause? Die Tür ist auch nicht abgeschlossen. Ah, schlechtes Zeichen. Sarah? Entweder ist sie nicht da oder sie ist irgendwo und hört mich nicht. Ich sollte mich mal umsehen. Vielleicht ist Ben ja da. Während des Spiels kannst du mit vielerlei Objekten und Personen interagieren. Sehr gut. Wenn du nah genug bist, wird dir die Möglichkeit Aktionen auf dem Bildschirm angezeigt. Oh, darf ich jetzt laufen? Oh yeah, cool. Was noch zu sagen ist zu diesem Eternal Nightmare, also Alone Eternal Nightmare und dieser aktuellen Version Cold Winter. Das war so 2006, meinte ich mal, gewesen. Da kam dieses Alone Eternal Nightmare raus. Das war die Vollversion damals gewesen. Aber das hat halt nicht so gut funktioniert. Daraufhin hat man kurz danach gesagt, ja, wir werden das Spiel nochmal neu remaken. Also nochmal von vorne quasi beginnen und Grafiken verbessern und Bugs verbessern. Und dass das auch nicht so lange dauern würde. Dann 8 Jahre später haben sie es dann auch wirklich geschafft. Und haben dann erstmal diese 1.2-Demo hier rausgebracht. Also, das ist das, was ich jetzt gerade spiele. Ob es jetzt irgendwie eine aktuelle Version gibt, ich glaube nicht. Kann auch sein, dass ich mich irre. Aber mal gucken, wie es sich so macht. Der Baum sieht nicht viel schöner aus als damals. Wahrscheinlich bilde ich mir das ein. Okay. Sarah ist streng beim Fernsehgucken. Darum ist dieses Ding wohl so alt. Schon mal nicht schlecht. So. Passierbarkeitsfehler gibt es wahrscheinlich nicht. Nö, das sieht alles sehr sauber aus. Shakespeare-Roman und DC-Comics. Einladung für verschiedene Geräte, Wörterbücher und andere langweilige Dinge. Ja, alle ihre Schuhe hier reinbekommt. Was ich noch sagen wollte zu den Let's Tests, das ist ja mittlerweile das siebte Let's Test. Ich habe ja angekündigt, dass das sechste eigentlich das letzte war und ich dann mal abwarten will. Und ich muss sagen, ich war positiv überrascht über die Resonanz und über die Aufrufe, die die Videos so, also die Let's Tests erreicht haben. Da habe ich mich glatt entschieden, hey, ich mache noch ein paar.
muss ich mal an der Stelle danken, dass die Leute da auch immer zugeguckt haben, auch kommentiert haben. Finde ich echt klasse. Deswegen habe ich die Motivation, das einfach mal weiterzuführen. So, ich habe noch solchen Hunger, aber es ist schwer hier wieder... Hier, das, ich habe... Nochmal. Ich habe solchen Hunger, es ist schwer hier zu widerstehen. Kaffee? Kaffee, leider ist er kalt. Sehr schön. Okay. Das ist wahrscheinlich das Badezimmer. Nee, doch nicht. Ben scheint nicht da zu sein. Wahrscheinlich ist er bei Tom. Ben und Tom. Man sagt, ein unheimliches Kinderzimmer hat entweder ein Schaukelpferd wie dieses oder menschliche Puppen ohne Haare. Ja, so geil sieht's nicht aus. Außerdem würde ich das nicht als Kinderzimmer definieren, einfach weil hier nichts kindmäßig ist. Also keine Spielsachen außer dieses Schaukelpferd und ja gut, das sieht ein bisschen trostlos aus als Kinderzimmer, ne? Man hat ja dann immer so Tapeten gehabt als Kind, die vielleicht ein bisschen bunter waren. Kann auch sein, dass das halt nur so ist, weil die gerade eingezogen sind, weil sie sich ja getrennt haben oder weil dieser Ben vielleicht auch schon ein bisschen älter ist. Aber dann wäre dieser Leo-Typ ja noch älter. Ein Buch über Biologie. Okay, Bens Hausaufgaben. Ein Biber-Plüschfigur. Biologie hatte man ab der wann? 5. und 6. Klasse? Und ich glaube, als 5. oder 6. Klasse sollte man eigentlich kein Schaukelpferd mehr haben. Jetzt ist es echt zu schwer zu definieren, wie alt dieser Sohn ist, aber ich schätze mal irgendwas zwischen 6 und 22. Ja. Gehen wir hoch. Ah, ich wollte mir ja das Menü mal angucken. Es gibt keins. Wenn ich Escape drücke, dann passiert nichts. Schön. 5 Euro erhalten. Warum denn nicht? Gehe ich mal zur Ex-Frau und klau mir 5 Euro. Geil, Alter, der Typ gefällt mir. Hier sind Kabel und kleine Geräte drin. Alles klar. Sind das eigentlich riesige Glühbirnen? Ich habe mich schon vorhin gefragt, was das darstellen sollte, aber es scheinen irgendwie Lampen zu sein. Okay. So. Badezimmer. Sieht viel sauberer aus als meine. Kann ich mir vorstellen. Sonst kann ich nichts untersuchen. Ah doch. Davon sollte ich meine Finger lassen. Der alte Lüstling hier. Erstmal Unterwäsche mitgenommen von seiner Frau. Ex-Frau. So, das ist glaube ich eine Uhr. Die kenne ich auch irgendwo her. Aus irgendeinem Chipset, das ich mal verwendet habe. Yo, Bitch. Oh cool, Nintendo. Ich will nicht mit dir reden. Ja, hier ist nichts. Also ich tue jetzt mal die ganzen Sachen hier untersuchen, bevor ich die Tussi anhabe. Bens Super Nintendo, immer noch eine klasse Konsole. Niemand kann einem guten Spiel widerstehen. Selbst wenn die Grafik. Okay. Selbst wenn die Grafik. Oh, Leo, warum hast du nicht angerufen? Ich habe ein paar Probleme mit meinem Handy. Leo, ich muss dir etwas sagen. Du erinnerst dich sicher an Tom. Der feine Herr mit Krawatte? Natürlich. Er hat ein gutes Jobangebot in Berlin angenommen. Ich werde nächste Woche mit ihm dorthin ziehen. Warte mal, war Tom nicht der Freund von Ben? Oder habe ich mir da jetzt irgendwas reininterpretiert? Und Tom war wie alt? Auch zwischen 5 und 22? Das könnte jetzt kritisch enden. Ja, hinziehen. Was? Ist das dein Ernst? Und was ist mit Ben? Ben kommt mit uns. Das glaube ich nicht. Berlin ist weit weg. Ich lasse nicht zu, dass du ihn einfach so mitnimmst. Ich lasse ihn aber auch ganz bestimmt nicht hier bei dir, Leo. Du bist ein totales Wrack und schadest ihm nur. Deswegen werde ich auch beantragen, dass man dir das Sorgerecht entzieht. Bitch, Alter!
Du spinnst doch jetzt total, er ist mein Sohn. Tut mir leid, Leo. Krieg erstmal dein Leben wieder auf die Reihe. Verdammt, das ist ja noch nicht vorbei. Tützi, Tützi. Ach, Mann. So. Ich werde jetzt erstmal genüsslich in meinem Tee trinken. Ja. Türkischer Apfel, mein Lieblingstee. So. Unser alte Schaukel. Ben hatte hier seine Jungfräulichkeit verloren. Viel Spaß. Ich erinnere mich noch, wie oft ich ihn drauf angeschubst habe. Kann ich in die Garage? Der Eingang zur Garage, er ist verschlossen. Ach, jetzt ist wieder das Untersuchenfeld da, aber hier nicht, oder wie? Ach, jetzt. Ha, wenn ich von der anderen Seite komme. Okay. Kleiner Fehler, aber eigentlich gar nicht mal so kritisch. Pilze, die im Winter wachsen. Nehmen. Ah, habe ich gar nicht gesehen. 10 Euro. Ja, die liegen dann einfach mal so rum. So, aber der hat echt ein schönes Anwesen hier gehabt, ne? Der Dumme. Hätte das mal bloß nicht verkackt. Aber okay, eigentlich ist es ja schon eher eine Villa, ne? Also ich weiß nicht. Ja, das ist eher eine Villa. Also normal großes Haus ist es ja nicht. Scheint wohl echt gut zu verdienen als Polizist. Könnte man sich mal auch überlegen, dorthin zu gehen. So, Escape. Immer noch nix. Ich habe übrigens ganz vergessen, mir die Uhr zu stellen. Also ich habe keine Ahnung, wann ich angefangen habe, wie lange ich es machen werde. Ich denke mal, so eine Stunde gucke ich schon mal rein. Ne? Da kann man auch mal. Kann man bewerten, wie das Spiel so ist. Weil bis jetzt haben wir ja noch nichts erlebt. Leo Con. Mazda. Yo, Leo, hast du Zeit? Komm mal schnell rum. Ich hab was Neues, Mann. Ah, du bist es. Ja, gut, das kommt wie gerufen. Ich mach mich ja auf den Weg zu dir. Super, bis dann. Mit der Polizeikarre in den Puff. Kann ich da einen Kofferraum? Schade, nee. So. Diese Straße führt zum Stadtpark, da muss ich jetzt nicht hin. Ich frage mich, ob das jetzt auch später hinaus so Open World-mäßig angelegt ist. Kann ich nicht ansprechen. Ob man jetzt quasi mal so einen Stadtteil laufen kann, fahren kann, um vielleicht irgendwie ein paar Quests abzuschließen, ein paar Sachen noch zu finden. Das fände ich eigentlich recht cool. Weil das würde dem Spiel auch stehen. So ein bisschen Open World-mäßig. Danke fürs Warten. Kannst du mich noch woanders hinbringen, bevor du wieder an die Arbeit gehst? Danke, dass du mich mitgenommen hast. Ab hier komme ich zurecht. Alles klar, Leo, pass auf dich auf. Es ist wohl besser, wenn ich den Rest alleine gehe. So spare ich mir unnötige Erklärungen. Oh, fuck. Jetzt habe ich es übersprungen, weil ich eine Pfeiltaste gedrückt habe. Das sollte nicht passieren. Muss ich die jetzt erschießen? Sind sie in Ordnung? Sie sehen irgendwie müde aus. Mir geht es gut, aber die letzte Nacht war lang. Okay, dieser schrille Sound muss echt in dem Spiel nicht sein. Da geht mir gerade voll auf den Sack. Hallo, ich habe keine Zeit für Sie. Ja. Auch Sie benötigen Absolution. Büßen Sie noch vor dem durch den drohenden, achso, drohenden Untergang der Menschheit. Also irgendwie ist die Schrift manchmal komisch zu lesen. Was für ein kompletter Schwachsinn. Untergang der Menschheit. Was für Drogen hast du eingeworfen, mein Freund? Die will ich auch haben. Auch an Ihnen fühle ich die Sünde. Sie ergeben sich ihren niedersten Trieben. Fleischeslust, Völlerei, Trunkenheit. Letzteres ist keine Kunst. Ich rieche wie ein Schnapsladen, Idiot. Für ihre Seele besteht keine Möglichkeit mehr auf Rettung. Die Hand der Finsternis hat sie bereits erbieglich umklammert. Ihr Kirchenspinner werdet wohl noch nie, euch nie ändern. Hier muss ich nicht rein. Also ich muss sagen, ich glaube, die Autos sind irgendwie ein bisschen zu groß für den Spielcharakter, oder?
da ist die Größe nicht so ganz passend, finde ich. So, nach Augenmaß. Ja, was wollen Sie? Wo starren Sie mir hin? Ich bin Polizist und besuche einen Freund. Sie sind Polizist, das ist... Wen gehen Sie besuchen? Einen guten Freund, vielleicht könnte ich Ihnen von mir erzählen, aber hier werden wir garantiert beobachtet, wenn Sie mir Ihre... Vergessen Sie es, Ihre was? Wenn Sie nicht sofort verschwinden, lasse ich wegen Belästigung einbuchten. Ich muss meinen Charme verloren haben, ich werde eben auch nicht jünger. Möchten Sie auch gerne Punsch? Ist wirklich nicht teuer. Nee, vielen Dank, heute nicht. Ah, es ist so kalt heute, finden Sie nicht? Ja, es ist tatsächlich, Sie sollten einen Schal tragen. Stimmt, Sie haben recht, ich habe meinen Schal leider heute... Mann, ey, dass man durch Pfeiltasten die Dialoge wegklickt, das ist so nervig. Ja, nun ja, vorerst werde ich mich mit meinem Punsch erwärmen. Und das... So ein... Okay. Oh, das Bettzeichen. Oh, cool, ein eigenes Save-Menü. Aber was mache ich, wenn ich mehr als 3 Save-Games will? Dann bin ich aufgeschmissen. Boah, hey, das Spiel hat ja an fast alles gedacht, hey. Die Tür rührt sich nicht und lässt sich nicht öffnen. Kleines Problem auch hier bei dem Spiel, was mir aufgefallen ist, ein paar Rechtschreibfehler waren drin und ein paar Dialoge, die irgendwie abgeschnitten wurden. Naja. Mein Status ist normal, oben links. Ich frage mich, ob ich besoffen sein kann, später. Ich sollte die Leute in dieser Wohnung nicht irgendwie stören. Ja. Tillmann. Peikovio. Oder so. Kennedy. Oh, Leon Scott Kennedy ist hier drin. Ich wette es mit dir. Redfield. Oh, das ist echt eine Anspielung. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wer ist Matt Star? Wir werden es gleich erfahren. Wer ist da? Ah, Leo, du bist es. Moment, ich mach gleich die Tür für dich auf. Yo, Leo, da bist du ja. Hey, Matt Star, alles klar? Sicher, diesem Raster geht's immer gut, Mann. Also, du hast was von neuer Ware erzählt? Zeig mal her. Wie immer gleich zum Geschäft, ha? Naja, du weißt ja, wie das ist. Ich bin zwar ein Bulle, aber solange es Rabatt bei dir gibt, sehe ich einfach weg. Sicher, sicher, alles cool. Also, das Zeug ist der Hammer, sag ich dir. Hey, ich sag dir was, weil du ein besonderer Kunde bist. Wieso probierst du es nicht erstmal? Klar, klingt gut. Du sagtest, es sei etwas Neues? Jo, Mann. Mann, übrigens groß geschrieben mit Doppel-N. Noch nicht mal richtig auf dem Markt. Woher hast du es dann? Jo, was denkst du? Ich hab so meine Verbindungen. Ja, sicher. Von wegen. Also, als wir uns das erste Mal in dieser Bar getroffen haben, hast du mich gefragt, ob ich was habe. Alter, das ist doch ewig her. Na gut, du hast mich. Eigentlich hatte ich bloß Glück. Hey Mann, ich dachte, du lässt mich das Zeug mal probieren. Sicher. Hier, probier mal. Fuck, das Zeug macht mich schon schwindelig. Schmeckt tatsächlich anders als alles, was ich kenne. Was meinst du mit, ich hatte Glück? Ja, okay, ich erzähl's dir. Eigentlich kenne ich nicht mal seinen Namen. Er sah aus wie so ein Geschäftsmann, wahrscheinlich wollte er ernst wirken. Er fragte mich, ob ich etwas brandneues verkaufen möchte, von höchster Qualität. Er sagte auch, ich sollte es auf keinen Fall selbst rauchen. Aber scheiß auf den Typen. Aha, er hatte ich auf keinen Fall gekannt.
Scheiße, Alter. Voll den Mega-Flash hier. Yeah. Wow. Ach Mann, ey, ich bin immer so ungeduldig mit den Pfeiltasten. Ey, Metzer, wie lange ist man davon high? Metzer? Scheiße, den hat's voll aus den Socken gehauen. Hey. Also ich bin von der Grafikseite her bin ich echt überwältigt. Also da kann man wirklich nichts sagen. Vom Sound her muss ich aber jetzt an der Stelle sagen, dass gerade dieser Resident Evil Menü-Sound, der war ein bisschen kratzig und manche Sounds haben oder manche Musikstücke im Hintergrund, die haben dann auch nicht so eine gute Qualität und das lenkt mich eigentlich ehrlich gesagt ab und hört sich dann auch nicht so gut an. Sollte man nochmal gucken, ob man vielleicht irgendwie die Stücke eine bessere Quali hat oder was irgendwas anderes verwendet. So. Kann ich mich jetzt dazu setzen oder? Ach so, ich muss jetzt weiter oder was? Ein kleines Mädchen mit einem Joint in der Hand. Wow. Scheiße, Alter. Ach so, das ist ein Messer. Ah, weil das sah aus wie der Joint hier, den ich da in dieser Wohnung in der Hand hatte. Jetzt weiß ich Bescheid. Kindergarten! Tja. Ich kenne diesen Strand. Ich war schon mal hier. Es war unser letzter gemeinsamer Urlaub als Familie. Wieso musste es von allen Orten ausgerechnet dieser sein? Leo, mein Schatz, das Essen ist fertig. Krasser Shit, ne? Mit Fußspuren und mit animiertem Wasser. Also, ich will nicht wissen, wie viele Arbeitsstunden darauf verbrannt wurden, bis sowas endlich mal gut ausgesehen hat und funktioniert hat, technisch gesehen. Man muss aber auch sagen, das sind mehrere Entwickler gewesen, die da hinter gesteckt haben. Also, einmal dieser Biohazard, dann dieser Simon, der zum Beispiel dieses Sonic Party gemacht hatte. Mit dem hatte ich auch eigentlich recht früher viel Kontakt. Und dann noch irgendwie ein paar andere, glaube ich. Ich glaube, einen, der sogar extra nur Musikstücke gemacht hat für das Spiel. Wo bin ich? Mein Arm, seltsam, er tut nicht mal weh. Ich muss wissen, was hier los ist. Status High. Im Spinn sind einige kleine Objekte, nichts Ungewöhnliches. Nichts Interessantes. Ich glaube, auf
Ich glaube, darauf sollte man eigentlich nicht laufen können, oder? Ich stehe jetzt gerade auf dem Schränkchen da drauf. Kleiner Passierbarkeitsfehler, aber das kann passieren. Meine Beine sind so schwer wie Blei. Das kann ich jetzt nicht untersuchen, oder was? Also der Frau 5 Euro klauen, aber einem anderen Patienten nichts klauen. So haben wir es gern, Freund. Ja. Jo, mal speichern mal. Hallo, kann mir jemand bitte helfen? Ja, hier ist auch niemand. Warum gibt es diesen Raum, wenn ich hier nichts untersuchen kann? Was ich mich auch gerade frage, von der anderen Seite verschlossen Anmeldung und da sind ja viele deutsche Begriffe im Spiel. Wenn man es halt auf Englisch spielt, ob es dann quasi auch alles lokalisiert wurde, also die ganzen Grafiken. Das würde mich mal interessieren. Werde ich mir vielleicht nochmal nachher angucken und mal den Spielordner öffnen. Ey, da ist doch gerade irgendwas gelaufen, oder? Der Sound geht mir gerade ein bisschen auf den Sack, der ist ziemlich laut. Und ist voll. Der dröhnt voll in den Kopf. Nervt mich ein bisschen, aber wahrscheinlich soll es symbolisieren, wie kaputt der Typ jetzt ist. Und dass er wahrscheinlich auch irgendwie so die ganze Zeit so ein Dröhnen auf den Ohren hat, weil er so mega das Zeug weggekifft hat. Was ist denn das? Mülleimer untersuchen ist nicht. Oh, ein Schlüssel. Oh Mann, ey. Aufzugschlüssel erhalten. Ich habe mal gesehen, dass es angeblich Achievements gäbe im Spiel, aber. Also, ich habe mal so einen Screenshot gesehen. Aber ob das bei dieser Demo aktuell ist, keine Ahnung. Ah, ich bekomme auf einmal Kopfschmerzen. Ja, toll, ich hab die schon. Verdammt, was geht hier vor? Mein Kopf fühlt sich so an, als würde es platzen. Als würde er platzen. Verdammt. Silent Hill lässt grüßen. Scheiße, was zum... Das ist ein schlechter Traum. Oh mein Gott. Diese Krankenschwester sieht gar nicht normal aus. Ich muss hier sofort irgendwie raus. Du bist gerade deinem ersten Gegner begegnet. Wenn du von ihnen umzingelt wirst, schau in ihre Richtung, um dich zu befreien. Schau in ihre Richtung. Ja. Ach, ich weiß warum. Ich glaube, die Texte sind nicht mit dem normalen Texteditor gemacht worden vom RPG Maker, sondern die sind über Picture realisiert worden oder sowas. Oh, ein schönes Stöhnen. Raus hier! Verdammt, ich muss hier raus. Alles, was ich kann, ist springen! Oh, ey, dieser Sound muss nicht sein. Der ist schon echt übersteuert, ey. Das ist doch zum Kotzen, ey. Meine Pistole, sie muss mir wohl aus der Tasche gefallen sein. Achso. Du hast soeben deine erste Waffe erhalten. Ich dachte, ich hätte die schon dabei gehabt. Um zu schießen, drücke Alt. Um nachzuladen, drücke Steuerung. Schießen. Würde das umgekehrt nicht mehr Sinn machen? In Gebieten, die möglicherweise unsicher sind, kannst du deine Waffe ausrüsten. Hierzu drückst du einfach die entsprechende Nummer.
Die Blacktail-Pistole hat die Nummer 1. Ab sofort kannst du auch das Inventar öffnen über die Escape-Taste. Oh Gott, dieser kratzige Resident Evil 4-Sound. Hier sollte man irgendwie vielleicht nur mal die Rauschentfernung drüber jagen. Dann klingt's vielleicht besser. Blacktail verwenden. Cool. Das ist ein Resident Evil 4-Menü. Irgendwie. Erinnert mich halt an diesen Koffer von Leon S. Kennedy, wo man die Gegenstände so schön einordnen musste. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Fand ich echt cooles Feature. Wurde aber mit Resident Evil 5 dann auch wieder verworfen, also was ich ein bisschen schade fand. Aber es war echt cool. Das hat so ein bisschen Spaß gemacht, so ein bisschen seinen Koffer zu ordnen, die Waffen so entsprechend hinzulegen. Und ja. Heilvergiftung, Heilkraut, Erste-Hilfe-Spray, Beruhigungsmittel, spiritueller Kristall, halt alle negativen Statuszustände, Erste-Hilfe-Kasten, okay. Waffen, Blacktail. Ja, das ist auch sehr Resident Evil-mäßig. Zeigt mir dieser rote Balken etwa an, was wie viel Munition ich habe? Wäre gar nicht mal so schlecht. Objekte. Was ist das für ein weißer Pixel da links? Ist das gewollt? Wahrscheinlich nicht. So. Geheimer Erfolg. Geheimer Erfolg. Sammle insgesamt 50 Euro. Ich kann den Text unten links schlecht lesen, weil ich da meine FPS-Anzeige von Fraps habe. Also wundert euch nicht, wenn ich das nicht ganz hundertprozentig lösen kann. Töte mindestens 20 Gegner mit der Blacktail. Mit dem Gewehr. Ja, hier sind halt diese Achievements. Die hatte ich damals auch bei Digital Monsters Final Stories. Und ich finde eigentlich sowas recht cool, wenn man sowas macht, weil es halt irgendwie so ein bisschen mehr motiviert, mal ein bisschen mehr Sachen zu machen. Mit Granaten, Robin Hood. Aber irgendwie sind das nur so, töte 10 Gegner, töte 20 Gegner. Da ist jetzt noch nichts, da, ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht so kreativ. Da könnte man schon ein bisschen mehr raushauen. So. Lichteffekte. Also Deutsch. Ah, ich kann es sogar mittendrin einfach. Nicht schlecht. Schwierigkeitsgrad, Cold und Nightmare. Warum hat es mich denn nicht am Anfang des Spiels gefragt, was für einen Schwierigkeitsgrad ich will und was für eine Textgeschwindigkeit? Fände ich irgendwie, wäre gut gewesen. Steuerung ist dann nochmal. Da unten sieht man schon diese Render, Filter und Zeige FPS etc. Das ist mit einem Another Fullscreen Mode gemacht worden, also ein bisschen modifiziert worden. Ich selbst bin kein Freund von dieser Modifikation oder allgemein von Modifikationen. Deswegen versuche ich keine zu verwenden oder nur ganz wenige, ein oder zwei. Weil sowas kann halt schnell nach hinten losgehen. Und als ich vorhin Alone gestartet habe, also das Spiel mit dem Another Fullscreen Mode, gab es da teilweise Probleme damit. Also ich konnte auch nicht mehr minimieren und nichts mehr. Und das hat mich voll genervt. Dann ist das Spiel hängen geblieben und ich hab echt einen Rage Quit bekommen. Deswegen habe ich es über die normale RPG-RT.exe gestartet, damit ich halt volle Kontrolle habe und mir dieses Another Fullscreen Mode nicht dazwischen funkt. Also nur für die Leute, die vielleicht sich überlegen, das Spiel runterzuladen. Ich werde natürlich unten auch die Spielvorstellung wieder verlinken. Und dann könnt ihr euch mal selbst ein Bild machen. So, oh ja, genau. Englisch. Status. Check. Ah ja. Sehr schön. Scheiße. Stimmt, das war ja umgekehrt. Ah, oh Mann, Alter. Ich finde es voll schon die Munition verschwendet. So. Aber sehr schön gemachtes Menü. Also ich kann. Das ist echt. Und vor allem hat die Steuerung nochmal so im Blick.
Inventar, Spiel beenden, seitwärts gehen kann man auch. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, okay, gut, wenn man hier auf Shift seitwärts geht und dann auf Alt schießt, dann ist es schon vielleicht ein bisschen sinnvoller. Aber ich hätte mir vielleicht eher sowas gewünscht, wie dass man auf Y und X vielleicht schießt oder X und C oder A und S oder sowas. Weil Alt, das ist dann irgendwie gewöhnungsbedürftig. Auf dem Tisch liegen verschiedene Bücher über Pflanzen. Der Typ. Ich hör mit euch, der ist tot. So, die. Kann ich die Waffe eigentlich wegstecken? Mit 1, ne? Nee. Nicht mit 1. Also ich würde die Waffe gern wegstecken. Okay, dann halt nicht. Ich untersuche alles mit der Kanone hier. Kein Puls. Scheiße, das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Ich sollte das melden, aber es ist besser, wenn man nicht diesen Typen in Verbindung bringt. Ein Teleskop, ein Sternzimmer, damit könnte man auch Leute beobachten. Also der ist nicht so davon betroffen, dass er tot ist. Jo, passiert, ne? Wenn man halt voll den Flash hier hat. Es ist viel zu kalt. Hab keine Zeit da reinzugehen. Hab keine Zeit da reinzugehen. Hab keine Zeit da rauszugehen. Irgendwie finde ich das jetzt ein bisschen. Mal gucken, wie das was jetzt passiert. Madstar? Wie ist das möglich? Bist du okay? Ah, okay, ich kann nicht über die Glastisch. Hä? Ich glaube, es war gerade verbuggt, oder? Also ich kann nicht über den Tisch schießen, das ist lächerlich. Die letzte Zigarette. Oh, dieser Sound ist schon wieder so. Also. Kratzig, ey, der rauscht wieder schon. Ich krieg gerade echt Haare auf den Zehennägeln. Was wollte ich jetzt nochmal nachgucken? Eine schwere Erscheinung, du hast Madstar getötet. Ich muss mich erst um das hier kümmern. Madstar, dieses Mal hast du es echt übertrieben. Ja. Hat was in der Hand. Seltsame Probe erhalten. Könnte eine Art Droge. Oh, hat ihn das abdrehen lassen? Vielleicht kann ich das Labor, im Labor untersuchen lassen. Ja, das Kampfsystem. Ah, Mann, ey. Muss das so laut sein? Ich war nicht erkannt, dass das eine Waschmaschine ist. Ich habe das Spiel extra so auf 10% runtergedreht, aber es ist einfach teilweise immer noch viel zu laut, ey, und viel zu rauschig und katastrophal. Jetzt hat sie mal ein bisschen was anderes gemalt. Ich habe mal kurz mal auf die Uhr geguckt. Ich denke, so 20 Minuten mache ich noch. Scheiße, Metzger, du verdammter Idiot. Was war das eben? Erst hatte er keinen Puls und dann dieses irre Verhalten. Genau wie bei den Fällen, von denen ich auf dem Revier gehört habe. Also gut, ich muss herausfinden, was genau dieses Zeug ist und woher es kommt. Am besten nehme ich erstmal den Zug und fahre zum Labor des Polizeireviers. Nein, da war doch was zum Einsammeln. Hier ist blauer Vogel. Ah, Mann. Unser Mann hat sich eine Überdosis verpasst und ist offenbar tot.
Wir haben möglicherweise ein Problem. Jemand war bei ihm, hat jetzt einer der Proben. Er sucht jetzt nach uns, vielleicht von der Polizei. Verstanden, wir gehen kein Risiko ein. Ich werde Agent Red informieren. Da oben links, in dem Müllcontainer. Ich frag mich jetzt, ob dieser Typ, also Leo, diesen Typ da, das gehört hat, diesen Dialog. Oder beziehungsweise, ja, mit Dialog eigentlich. Ja. Ach so, ich habe nicht gelesen. Ich dachte, das wäre eigentlich nur so ein einzelnes Dialogfenster. So, normalerweise müsste ich ihn wecken und zum Teufel wünschen, aber irgendwie tut der Kerl mir fast leid. Ah, Mann, schon wieder übersteuert sich der Sound, ey. Ich krieg's kotzen. Ich muss hier nicht rein. Ich muss hier nicht rein. Ich habe keine Zeit. Ich muss Nikki suchen. Ich muss Nikki suchen. Muss praktisch sein, direkt neben der U-Bahn wohnen. Egal, jedenfalls habe ich in dem Gebäude nichts zu suchen. Ja, ich soll sie nicht stören. Ich gehe gleich in die U-Bahn. Ich will erstmal ein bisschen gucken. Hey, cooles Auto. Auch wenn es ein bisschen zu groß für mich ist. Ich möchte nicht weitergehen. Das möchte ich nicht. Boah, guck mal, ich bin so schnell wie das Auto. Yeah. Ach, Quatsch. Da wollte ich gar nicht hin. Und mit der wollte ich auch nicht reden. Was ich auch gut finde, ist, dass der Charakter hier ab und zu mal blinzelt. Also... wie halt im echten Leben, ne? Es wäre cool, wenn ich wieder meine eigene Stimme hören könnte, weil hier ist es gerade ziemlich laut. Ja, hopp, rein da. Damit dieser Krach endlich ein Ende hat. Buenos dias, Senor. Irgendwas auf Spanisch. Coole Sache. Ist aber auch schon wieder ziemlich laut. Ich finde, man sollte die Musik irgendwie höchstens nur auf 70% haben. So 50 ist eigentlich noch ganz gut, aber dass man so auf 100 Pulle aufdreht und sich dann übersteuert und das einfach dann nur noch nervt, das ist halt nicht so geil. Kann ich Ihnen helfen? Was kostet ein Fahrschein zum Mandelskai? Kostet 4 Euro. Die Züge allein von alle 15 Minuten. Einmal bitte. Bitte sehr, der Herr. Fahrkarte erhalten. So, jetzt will ich mal was testen. Es war schon lange her, dass ich gespeichert habe, oder? Ah, Tickets, ja. Das ist wirklich lokalisiert worden, also. Krass. 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 So, weiter geht's. Also hat man echt auf sehr viele Details geachtet. Hallo Sie. Ja, haben Sie ein Problem? Sie scheinen jemanden zu suchen. Stimmt, ich warte nämlich auf meinen Mann. Wissen Sie, haben Sie ihn vielleicht gesehen? Er ist kleiner als Sie und hat mittelblondes Haar. Bisher habe ich ihn leider nicht gesehen, denke ich. Aber ich werde ihn herschicken, wenn ich ihn finde. Das wäre nett von Ihnen. Hoffentlich findet er mich bald. Hier ist es so verdammt kalt. Ich sitze hier schon seit Stunden. Komm, Süße, ich setze mich neben dich und wärme dich ein bisschen. Hallo. Entschuldigen Sie, ich bin beschäftigt. Was wollen Sie? Eigentlich nichts. Dann lassen Sie mich bitte in Ruhe. Alles klar. Bitte, mein Kind. So kannst du nicht bei der Kälte rumlaufen. Mir ist nicht kalt, wirklich nicht. Aber du wirst dich trotzdem erkälten. Ja, ja, die Omis, die sind immer so.
Wir werden zurück zu Mama fahren. Da ist ein Passierbarkeitsfehler, weil ich kann hier weiter nicht mehr runter. Die Mülltonne müsste entsprechend angepasst werden. Gesamte Fahrplan von der Stadt, übrigens ist groß geschrieben und die ganzen Bahnverbindungen. Ja, das war damals auch schon ein Problem bei Eternal Nightmare, dass da dass die Rechtschreibung da nicht so hundertprozentig gepasst hat. Ist jetzt leider immer noch der Fall. Nichts Interessantes. Sollte man auf jeden Fall nochmal nachbessern und mal jemanden drüber schauen lassen. Ich habe wohl noch Zeit, bis der Zug kommt. Oh mein Gott, es ist Alex! Hallo, kennen wir uns? Müsste ich nicht, sollten wir uns denn kennen? Nein, nur ich dachte, wir auch immer vergessen sie es. Irgendwie, da ist ein Dialog geskippt worden oder irgendwie das Textfeld da am Anfang wird irgendwie geswitcht. Also irgendwie ist da noch so ein kleiner Fehler drin. Wie lange sitzen wir hier schon? Etwa 7 Minuten, glaube ich. Sind sie im Stress? Ja, ich muss noch einiges erledigen bis um 6. Sie sollten sich hin und wieder mal eine Minute Pause gönnen. Es kann sehr beruhigend sein, andere zu beobachten. Die in alle sind. Probieren Sie es mal. Wirklich? Vielleicht versuche ich es mal. Ich glaube, mein Zug kommt jetzt. Computer sagt nein. Nein! Ich wollte auch noch diesen Typen da ansprechen. Das war bestimmt der Mann von der Frau. Glücklicherweise war ich ein wenig von Metzers Geschäften. Es ist vermutlich das Beste, wenn ich seine Kontakte mal zu diesem komischen Zeug befrage. Ja. Ja. Uff. Oh, entschuldigen Sie bitte. Ich war wohl ein wenig unvorsichtig. Kein Problem, alles in Ordnung. Dieser Zug ist nicht der sanfteste. Hm? Ha, stimmt. Ich werde mit euch. Die hat gerade ihm das Zeug geklaut. Verdammt, das war ein sexy Anzug. Moment mal! Moment mal! Mist, sie ist weg. Diese Frau muss mir die Ampulle gestohlen haben. Wie vorhersehbar. So, Zugticket. Ich laufe erstmal nach rechts. Weil wenn es heißt, sie soll nach links gehen, dann will ich nach rechts gehen und erstmal alles untersuchen. Warum ist aber dieser ganze Zug so leer? Finde ich ein bisschen schade. Hätte man irgendwie mal ein paar Leute hinsetzen können. 100 Euro. Pfennigfuchser. Schon jetzt? So. Dann laufen wir mal weiter durch den leeren Zug. Jo. Wo ist sie hin? Der einzige Weg, den man hier nehmen kann, wäre... Oh, verdammt. Sie ist gejumpt. Bin zu alt für diesen Scheiß. Oh yeah. Spring. Wupp. 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 Okay, Lady, Hände hoch und keine Bewegung. Ah, also doch ein Bulle. Sie sollten ihre Nase nicht in Angelegenheiten stecken, die sie nichts angehen, Mr. Freeman. Sowas kann ungesund sein. Ach ja, aber leider bin ich verdammt neugierig. Jetzt halten Sie die Klappe und kommen Sie langsam hier rüber. Sie haben nicht die geringste Ahnung, mit wem Sie es zu tun haben. Stimmt, aber ich habe das Gefühl, das werde ich gleich erfahren. Nennen Sie mich einfach Agent Red. Und wer sind Sie? Oh, der Sound hier ist auch schon wieder so qualitativ weit unten angesiedelt. Hört sich an wie 64 Kbits. Officer Conan, Kriminalpolizei. Warum denn Officer? Ich dachte, er wäre irgendwie deutscher oder österreichischer Polizist. Warum jetzt Officer? Verstehe ich jetzt nicht. Muss auch keinen Sinn ergeben.
Nun, Herr Cotton, es scheint, dass wir etwas anders mit Ihnen umgehen sollten. Wovon reden Sie? Wer sind wir? Ah, ich werde angerufen. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Kurzer Anruf von der Freundin bekommen. Sie kommt gleich. Deswegen muss ich vielleicht mal gucken, dass ich jetzt bald fertig werde. Verdammte Scheiße. Spring hinterher. Oh, zu spät. Du Dumme. Nein. Warte mal, das war doch eine U-Bahn, oder? Und eine U-Bahn fährt doch nicht durch Wälder, oder irre ich mich da? Das ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen. Ich schätze, es lohnt sich wohl nicht mehr zum Polizeirevier zu gehen. Der Helikopter ist über der Stadt nördlich von hier runtergegangen. Ich sollte herausfinden, wo er hier gelandet ist. Manchmal kannst du über... Fuck. Solltest du frei feststecken oder dir etwas komisch vorkommen, schau dich genau um. Also ich kann über Sachen jumpen. Hallo Sir, Sie haben wirklich keine Frau mit langen schwarzen Haaren gesehen, oder? Nun ja, ich habe soeben jemanden getroffen. Sie hat mich am Bahnhof Neue Gasse gewartet. Oh Gott, natürlich, Emmy, das war doch der Ort, wo wir uns treffen wollten. Vielen Dank, ich nehme gleich den nächsten Zug dorthin. Hier, das ist für Sie. Oh, danke, ich hoffe, Sie, Ihre Freundin wird nicht allzu sauer sein. Genau. Gib mir mal 20 Euro. Sag mal, warum sollte man jetzt eigentlich nach arbeiten gehen als Polizist? Wenn man so ein bisschen auf der Straße Walk and Talk macht, dann wird man ja scheinbar auch reich. Ich meine, ich habe jetzt innerhalb von der Stunde habe ich jetzt 141 Euro verdient. Ey, das ist echt ein guter Stundenlohn. Also, ich würde an seiner Stelle nicht mehr arbeiten wollen. Nichts Interessantes in dieser Zeitung. Wollen Sie was haben? Ich brauche sie nicht mehr. Nee, vielen Dank. Ich lese keine Zeitung. Fahren Sie auch mit der Bahn? Kennen Sie die Abfahrtzeiten hier? Momentan habe ich nicht vorzufahren, aber an den Wänden hängen die Pläne. Sonst fragen Sie doch mal eben am Schalter nach. Hm, stimmt, vielen Dank. Niemand am Schalter. Cooles Graffiti. Keine Angst, der Hund beißt nicht. Er will nur spielen. Das hoffe ich, guter Hund. Braver Hund. Haben Sie Angst vor Hunden? Es ist weniger Angst vor Hunden, aber ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Diese Tiere scheinen mich einfach nicht richtig zu mögen. Vielleicht habe ich auch kein Händchen. So schwer ist es nicht. Lernen Sie noch. Vielleicht. Ich blockiere dich. Ich blockiere dich. Du dummer Hund. Auf dieser Karte sind alle Orte verzeichnet, die du hier bisher erkunden konntest. Das möchtest du die Schnellreise verwenden? Nein. So, ich will jetzt da drüber jumpen. Wie sieht's aus? Noch ein kratziger Sound. Du hast die Rübe für die Nase vergessen. Wir müssen uns noch eine Rübe holen. Haben wir alles? Wir brauchen Körner für den Mund und für die Augen. Ich will speichern und schnell hier rein. Ach nee. Was braucht der Typ so lange? Er telefoniert schon fast eine halbe Stunde. Was ist denn mit der anderen Telefonzelle? Können Sie dort nicht telefonieren? Leider nicht, die andere Zelle ist defekt. Tut mir leid, leider ist da ja auch keine andere Zelle. Ich weiß, ich werde wohl warten müssen, falls da jemand fertig wird. Sehen Sie nicht, ich telefoniere, lassen Sie mich in Ruhe. Verzeihung. Da war schon wieder dieser Dialogfensterfehler. Sollte man nachbessern. Und ich glaube, über die Mülltonne sollte man nicht laufen können. Ich gehe mal davon aus, jedenfalls. Oh, ich habe jetzt gerade gedacht, oh, endlich hört dieser Sound auf. Und dann wurde ich einfach nur enttäuscht. TQ's Reisebüro. Mal sehen. So.
Nein, sag mir überhaupt nichts. Du lebst hinterm Mond, was? Typen wie dich können wir ja wirklich nicht gebrauchen. Verschwinde einfach. Seltsamer Typ. Nein. Bitte, bitte, danke, alles Gute. Was? Bitte, bitte, danke, alles Gute. Aha. Hey! Oh nein! Sind Sie in Ordnung? Ich wurde ausgeraubt. Dieser Mann hat meine Geldbörse. Ich verstehe. Keine Angst, ich werde ihn verfolgen. Sie sollten Ihren Bankanruf und Ihre Karte sperren lassen. Wer sind Sie? Ich bin von der Polizei. Mein Name ist Conan. Danke, Herr Conan. Was? Ein Dieb? Ich? Okay, okay, du hast mich. Bitte wirf mich nicht ins Gefängnis, bitte. Du hast Glück, dass ich gerade keine Zeit für einen Wurm wie dich habe. Gib mir die Geldbörse zurück und mach das, dass du wegkommst. Hier, bitte. Tut mir so leid. Sieht aus, als hätte er nichts rausgenommen. Soll ich heimlich das Geld nehmen? Ich wollte gerade sagen, ey, jetzt müssen wir so eine Entscheidung haben, wo ich mal so ein bisschen Geld rausnehmen kann oder nicht. Aber ich lasse es sein. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und noch ein Speicherpunkt. Allerdings habe ich jetzt gerade irgendwie den roten Faden verloren. Weil ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, wo ich hin muss. Also ich müsste mich jetzt irgendwie... Ah, hier, guck mal, kann ich springen. Bisschen verbuggte Animation, aber es funktioniert. Billigpunkt. Oh, danke. Vielen Dank. Kein Problem. Bitte nehmen Sie das als Anerkennung für Ihren heroischen Tag. Also ich... Das ist jetzt wieder so eine Sache, wo ich nicht weiß, wo soll ich jetzt hin. Also ich bräuchte schon irgendwie so ein Questlog oder sowas. Irgendwas, wo mir sagt, vielleicht sollte ich mal dahin gehen, aber... Da war ja nur irgendwas mit Kontakte und dahin fahren und ich bin jetzt im Park und muss mal gucken und keine Ahnung. Ah, Mann, dieses... Diese kratzende Musik, ey. Die muss leiser gemacht werden, das hat so sonst keinen Sinn. Die ist einfach viel zu laut eingestellt, da stimmt die Abmischung irgendwie gar nicht. So, wie Uhr haben wir? Fast 14 Uhr. An einem schönen Samstag. Ich hau auch noch gleich ab mit meiner Freundin, gehe in die Stadt. Ja, nachts geschlossen. Power Game. Oh, ich glaube, hier kann man Minispiele zocken. Ah, Mann. Yo, ich nehme mal mit Super Mario. Italian Plumber Princess Rescue. Eine Runde spielen. Nutze die Leertaste zum Springen und 10 zu rennen. Oh Mann. Psst. Oh yeah. Und jetzt rutschen. Ah ne, das geht hier gar nicht. Okay, kleinen Moment. Weiter geht's. Nein! Luigi, warum? Okay. Wo finde ich diese Spiele nur, diese verschiedenen Titel. Ich frage besser einen der Verkäufer. Noch mehr Nintendo, PlayStation und Xbox 720 Spiele. Also scheinbar ist Nintendo so die einzig reale Marke. Hm? Der Held aus dem Spiel Hop, jetzt machen wir nicht so. Hier sind Power Game Boy Spiele. Ja, ist heute echt schwer zu... Mein Azubi ist wieder nicht zur Arbeit erschienen. Ich wette, der Idiot lungert wieder im Diner oder in der Nacht. Warum?
Spielautomat ist ausgeschaltet. Ist abgeschlossen. Ist ein nettes Gimmick, dass man so irgendwie Super Mario zocken kann. Aber ich glaube, in dem alten Eternal Nightmare waren ein paar andere Spiele oder mehr Spiele, ich weiß nicht mehr. So, Rotlichtmilieu. Da bin ich richtig. Oh, nee, ey. Ich glaube, das lasse ich jetzt bleiben, weil das ist einfach zu laut. So, ich würde auch mal sagen, ich werde hier mal das letzte Test beenden. Also, Fazit muss ich sagen, ist eigentlich ein recht gutes Spiel, aber es hat eigentlich immer noch recht viele Schwächen gehabt. Gerade diese Musik, die jetzt aktuell läuft, die ist teilweise übersteuert, es kratzt, die Sounds, die rauschen. Grafisch gesehen ist es echt ein Highlight, also ich glaube, was Besseres findet man irgendwie fast gar nicht. Also aktuell zumindest nicht. Und die Story, zu der kann ich noch nicht viel sagen, es hat ja noch nicht mal richtig angefangen, irgendwie einen Plot zu entwickeln. Ich weiß, ja gut, der Typ ist mit seiner Frau getrennt und er ist bei der Polizei und drogenabhängig, aber irgendwo fehlt noch der rote Faden, aber der wird sich wahrscheinlich noch irgendwie irgendwann entwickeln. Ich muss jetzt aber sagen, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Also wahrscheinlich muss ich jetzt wirklich mal jeden ansprechen. Ist eigentlich gar keine schlimme Sache, aber ein bisschen schade, weil ich finde es besser, wenn man so irgendwo weiß, wo man hin muss. Und dann kann man ja sich mal vor die anderen Sachen anschauen. Nicht, dass man halt außersehen den Plot weitermacht und dann zu einem Gebiet nicht mehr hinbekommt, wo man eigentlich hin wollte, um es mal sich anzusehen. Ja. Die Dialoge sind halt eigentlich recht gut gehalten, aber da sind immer noch ein paar Rechtschaltfehler drin und Texte abgehakt und da hätte man schon ein bisschen mehr Zeit investieren können. Bisher macht es aber einen recht guten Eindruck, also ich würde so Schulnote, würde ich sagen, so eine 2 ungefähr. Und da bin ich mal gespannt, ob die Vollversion überhaupt noch rauskommt, weil es dauert ja schon recht lange, wie lange das Spiel schon entwickelt wird. Wie habt ihr jetzt eigentlich Alone Cold Winter erlebt? Fandet ihr das jetzt gut? Würdet ihr es selbst spielen? Was fandet ihr schlecht gemacht? Was fandet ihr gut gemacht? Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten, nächstes Mal ein Let's Test mit was ganz Besonderem, was mich so ein bisschen persönlich betrifft, aber wartet es einfach mal ab. Also bis dahin und tschüss.